Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, zum Freitagsvideo heute ein bisschen später. Die Haare sind noch nass. Ich komme gerade von Arbeit. Das heißt, das Video war nicht voraufgenommen. Ich nehme es jetzt auf, dann gibt es direkt live das Video für euch. Und wir haben heute eine kleine Information bekommen oder einen kleinen besseren Einblick aufs kommende Spring Event. Da kommen wir kurz mal rein. Davor gehen wir aber in die begleitenden Patch Notes dazu sozusagen oder Informationen. Und zwar, der Frühling ist auf der Insel von Random angekommen. Die Bewohner der Insel bereiten sich bereits fleißig auf dieses freudige Ereignis vor. Nehmen Sie am 19. März am Marathon teil, schließen Sie tägliche Quests ab und erhalten viele Belohnungen. Die lebhafte, schlaue Fee wird versuchen, Sie aufzuhalten. Aber wir sind sicher, dass es auch einen Weg gibt, mit ihr fertig zu werden. Wir bekommen Modifikatoren. Tägliche Blumenmodifikatoren verleihen dem Spiel ihre eigene aufregende Note. Eine davon, Time of Blooming, wird global sein und über die gesamte Dauer der Veranstaltung andauern. Mit einer bestimmten Chance beschwören ihre Aktionen auf dem Spielfeld oder andere Modifikatoren eine besondere Blume. Nach einiger Zeit verwandelt sie sich in eine zufällige Einheit des nächsten verfügbaren Merch-Ranges in ihrem Deck. Bis zum Transformation kannst du damit den Fusionsrang einer anderen Einheit erhöhen. In diesem Fall wird keine Schwächung vorgenommen. Die Beschreibung anderer Modifikatoren finden Sie in unserem Video unter diesem Beitrag. Ja, das wird so sein wie beim Weihnachtsevent, da hat man auch die Geschenke. Ich weiß, viele von euch mögen das nicht. Ich finde es eigentlich mal ganz cool, ein bisschen was anderes, ein bisschen Pep reinzubringen ins Spiel. Aber ich kann absolut verstehen, werden Leute sagen, macht doch einen extra Modus dafür oder lasst es ganz sein. Sammlung. Sammeln Sie die Sammelkarten der Bewohner der Insel. Insgesamt wird es drei Sammlungen mit jeweils sechs thematischen Karten zu Monstern, Einheiten und Helden geben. Diese erhältst du für das Abschließen von Quests oder mit einer gewissen Chance auch als Belohnung für Kämpfe im PvP oder Koop. Die Sammlungen werden gegen Blumenpunkte eingetauscht und können unbegrenzt oft zusammengestellt werden. Ja, das ist dann wie beim Weihnachtshexen-Event, wie auch immer. Mit diesen Sammlungen, wo ihr dann den Pass sozusagen levelt. Und zum Pass kommen wir jetzt, der Blumenpass. Mit Flower Points können Sie die Prämien des Passes sammeln. Darin finden Sie möglicherweise viele nützliche Ressourcen, Fragmente von Helden und Gegenständen, Fraktionskernessenzen und auch eine spezielle Truhe mit legendärer Ereigniskarte. Sobald Sie die Truhe betreten, können Sie zwischen drei Optionen wählen: Banshee Scrapper oder Enchanted Sword, also erwachtes Schwert. Außerdem haben wir festliche Emojis, Rahmen und Avatare für alle vorbereitet. Dann gibt es noch das Karussell. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Glück im einzigartigen Blumenkarussell testen. Der Hauptpreis ist eine der legendären Event-Einheitskarten. Um das Karussell zu drehen, benötigen Sie Glühbirnen. Diese können im Blumenpass durch das Abschließen von Event-Quests oder durch den Kauf bei einem Händler gefunden werden. Mit jeder Drehung kommen Sie der garantierten Belohnung näher, eine legendäre Einheit. Und vergessen Sie nicht, den speziellen Shop der Veranstaltung zu besuchen. Dort finden Sie viele interessante Dinge. Natürlich eine Truhe mit legendären Einheiten, aber auch magischen Kristallen, magischen Staub oder sogar universelle Karten für verschiedene Sammlungen. Um an der Veranstaltung teilzunehmen, müssen Sie Arena 4 erreichen. Die Truhe mit legendären Einheiten erhalten drei Einheiten zur Auswahl: Banshee, Scrapper und Schwert. Ja, das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen verwirrt oder vielleicht anders, als ich mir vorgestellt habe, das Karussell. Price is one of the legendary event units. Jetzt ist die Frage, ob die mit die legendary event units die event units meinen von dem Frühlingsevent, also Scrapper, Banshee oder Schwert, oder ob sie wirklich event units meinen. Ich gehe mal davon aus, dass wir nach 100 Spins uns einen Scrapper, Banshee oder Schwert aussuchen können, aber ja, das würde ich mal noch auf ein kleines Fragezeichen stellen. Ich würde sagen, wir gehen rein und schauen uns mal den Videoclip dazu an. So, let's go. Ich habe alles gemutet, hoffe ich. Das hatten wir schon ein paar Mal, dass es nicht so geht. Schaut gerne im offiziellen Rush Royale Kanal auf YouTube vorbei. Verlinke ich natürlich am Ende. Und dort gibt es natürlich auch immer einige interessante News. So, wir schauen rein. Ohne Ton. Spring Marathon. Das Bild kenne ich schon, genau. Sehr cool. Der Scrapper ist da am Sandwich essen. Time of Blooming. Magic Flower, Springtime, Larges und Hungry Ivy gibt es wohl. Okay. Ja, das ist wie der Dryad, sage ich mal. Okay, der verwandelt sich dann in eine Einheit von Stufe 2, genau wie die Geschenke damals. Und dann scheint er wirklich wie eine Dryad zu funktionieren. Hier haben wir wieder sowas, was wir damals auch hatten.
wo ihr da Einheiten sozusagen opfern müsst und dann bekommt ihr wieder ein Geschenk aufs Feld. Ihr erhöht das Geschenk, kopiert das Geschenk und dann levelt sich das auch alles nochmal hoch. Hier haben wir jetzt zwei Blumen, die meiner Meinung nach Angriffsgeschwindigkeit runterhauen. Da hat sie erhöht. Genau, das ist wieder zufällig, was es da gibt. Hier haben diese Ivy-Rose. Was macht die jetzt Schönes? Die frisst sicherlich die Einheiten, ne? Ja. Okay, so wie eine Falle auf dem Board. Sehr, sehr interessant. Er schießt uns ein Feld rüber. Okay. Obwohl es jetzt positiv aussah. Vielleicht sind die Lianen da links und rechts vielleicht doch nicht so gut. Müssen wir uns dann genau durchlesen, wenn sie im Spiel sind. Da haben wir jetzt, glaube ich, ein Mana-Feld bekommen. Genau, das ist das, was wir damals auch hatten mit den Schneebällen. Ihr bekommt der Gegner aber dann auch gleichzeitig wieder. Da ist der neue Held. Okay, das gucken wir uns jetzt mal kurz nochmal an. Shining Fae. Okay, krass. Sieht cool aus. Und jetzt die Belohnung, natürlich eine der drei Einheiten im Pass sicherlich einmal. Hier sind die Units Cards der Sammlung. Das kennen wir schon. Und hier ist jetzt Spin the Real. Und wenn man jetzt mal schaut, was ist das für eine Truhe da oben? Ist das jetzt schon. Das ist die magische Truhe, würde ich sagen. Also die kommt da auf jeden Fall raus. Und ihr könnt aber auch noch hier Spins. Genau, das wird dann wieder so ein Zusatzspin sein, so wie wenn ihr einmal. Also dass ihr einmal kostenlos spinnen könnt. Und dann gibt es wirklich die Magic Chest daraus, wo eine der drei Einheiten drin ist. Das ja, beantwortet dann auch nochmal die Frage. Es scheint dann wirklich so zu sein, dass wir nach höchstens 100 Spins dann eine der drei Karten bekommen werden. Da oben sind noch Avatare und Emotes zu sehen. Ja, Banshee und ein Schwert. Coole Sache. Sieht gut aus. Get Rewards. Und ja, da bin ich gespannt. Es geht bis zum 1. April. Na, wenn das mal kein April-Scherz schon ist. Vielleicht geht es noch ein bisschen länger, Kappa. Nein, also das ist auch schon mit angekündigt. Wird 2 Wochen dauern. Von dem her wissen wir dann jetzt auch die maximale Giveaway-Laufzeit. Ihr wisst, ich habe ja ein Giveaway dazu zu laufen. Deswegen schaut da gerne nochmal vorbei im Discord, um die Erklärung abzuholen. Ja, ich bin gespannt. Zeit ist ein bisschen bei einigen die Luft raus, habe ich das Gefühl, in Rush Royale. Wir bekommen ja bald eine neue Season, noch 5 Tage und das Event fast zeitgleich. Ich denke, dann wird wieder der Hype ein bisschen hochgehen, hoffe ich zumindest. Ich bin auf jeden Fall auf dieses Event gehypt, weil ich schon, ja, mir auf jeden Fall mindestens einmal das Schwert holen werde, um es auf 13 zu ziehen. Und ich bin auch immer überlegen, ob wir den Scrapper auf Max ziehen. Ich spiele momentan sehr gerne mit dem Scrapper, werden wir auch jetzt direkt nochmal im Anschluss tun. Und ja, eine kleine Anmerkung noch: Ich werde heute im Laufe des Abends, Freitagabend oder Samstagnacht, wie auch immer, das Giveaway auslösen. Ich bedanke mich da nochmal bei euch, dass ihr da so geduldig seid und gelobe für die Zukunft Besserung. Ich versuche das jetzt immer direkt sonntags aufzulösen, denn in der Woche ist momentan echt viel los auf Arbeit. Grüße gehen raus an Paco. Bam, wir packen das. Und ja, deswegen unter der Woche immer ein bisschen chaotisch. Danke, dass ihr mir da ein bisschen nachseht. Und ich werde, wie gesagt, ab sofort probieren, das direkt sonntags aufzulösen. Ist auch, denke ich mal, am Ende ein bisschen besser. So, wir gehen rein. Nochmal mit dem Spirit Master. Mit dem Geistermeister. Hexe haben wir mit am Start. Ein Scrappy. Damit komme ich momentan echt ganz gut klar, muss ich sagen. Ich hatte gestern ein krasses Match im Clan-Turnier. Klar, da gab es ein bisschen. Hat man natürlich die Booster mit Angriffsspeed und so. Das ging, glaube ich, bis 55B. Das war schon. Ja, kräftig, sage ich mal. Danke. Viel Glück. Ja. Manche verstehen das viel Glück auch manchmal falsch. Das ist jetzt hier nicht toxic-mäßig oder so gemeint oder abgehoben. Das bedeutet wirklich viel Glück an den Gegner. In dem Fall. So, wir machen mal hier. Oh, das ist gut. Genau, wir haben jetzt ja die dritte Fähigkeit. Die habt ihr noch nicht in Action gesehen. Der Arbeitsenthusiast, das Fusionieren des Schreddermeisters, schickt einen klebrigen Schleim auf die Seite des Gegners. Der Schleim besitzt 500% der Gesundheit eines normalen Monsters. Funktioniert nicht im Koop-Modus oder in Einzelspieler-Modi. Ja, das finde ich ganz interessant auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall mal machen. Was man auch machen kann, ist hier sich auf jeden Fall einen Schreddermeister auf 2, 3, 4 am besten zu machen. So wie wir ihn spielen. Und das macht man wie früher. Rest eine Einheit und seid schnell, zieht dahin, damit der sich auf 2 auflevelt. Ne? Nur nochmal so als kleinen Tipp für die etwas neueren Spieler, die das vielleicht noch nicht kennen. Muss man immer schnell sein. Am Handy geht es ultra, auch noch in der letzten Millisekunde rüberziehen. Am PC ist es dann doch, ja, etwas schwieriger. Da muss man gut timen auf jeden Fall. So, guck mal, hier auf 4 haben wir den jetzt und das sollte auch reichen. Selbst wenn uns mal Tribunal oder ähnliches treffen würde später. So, wir versuchen hier noch ein bisschen die Felder mitzunehmen.
Man könnte auch überlegen, dieses Fluchfell drüber zu schicken zum Gegner. Aber ein bisschen mehr Mana kann ja in der Regel nicht schaden. So, das ist schon mal gut hier. Hier würde ich jetzt natürlich ganz gerne eigentlich ein Merge-Feld mit ausnutzen. Ja, wir können es hier so machen und so schicken wir ihm den rüber. Lassen den weg, der geht hoch, das ist auch gut. Hier können wir merchen. Das sieht auch ganz gut aus. Oh, das ist natürlich bitter. Aber ist nun mal so. Den können wir einfach mal wegnehmen. Okay, ein bisschen spät. Komm, wir brauchen hier eine Ritterstatue. Hier nehmen wir den Merch mit. Den nehmen wir weg und die weg. Geht der auf 4 schon mal, das ist okay. Wir brauchen hier immer noch die Ritterstatue. Jetzt ist heute ganz kratzig. Chemiker brauchen wir später auch noch, aber ist jetzt noch nicht so wichtig. Also ich muss sagen, Kultist. Weiß nicht, ich habe gestern, glaube ich, gegen 3 Kultisten gespielt. Die haben alle kein Land gesehen. Aber wir wollen es nicht unterschätzen. Schneeflocke auf 18 ist nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Ausrüstung. Ja, zumindest mal kein Heroic-Item. Ist schon mal gut. Für uns für ihn nicht so. Ist in Ordnung. Hexenstacks. Ja, der Chemiker da unten steht ganz gut. Und nachher müssen wir gucken, wo haben wir die Merch-Felder. Also hier auf jeden Fall eine Hexe. Die trifft halt auch 3 und 2 von den Feldern hier, ne? Also hier eine Hexe nachher wäre ideal. So, wir versuchen jetzt aber erstmal trotz alledem noch eine Statue zu bekommen. Bekommen wir nicht. Wir merchen erstmal hier rein für das Merch-Feld. Natürlich, hätten wir andersrum gemercht, wären wir jetzt ready. Aber sind wir auch so. Perfekt. Doppel-Upgrade, schön. Ja, und wenn das Event dann gestartet ist, könnten wir auch eventuell dann irgendwann mal Triple-Upgrade sehen, ne? Das ist ja die Sache mit dem Scrapper auf höchstem Level. Ah, das hört sich schon echt verlockend an, muss ich sagen, ne? Das hört sich schon sehr verlockend an. So, jetzt haben wir das auf dem Vierer da drauf. Das ist nicht so schön. So, wir klicken mal hier ein, zwei Mal rauf. Der läuft nämlich ein bisschen weit vor. Zack. Ja, ist okay, können wir lassen. Ne, ich lasse den da unten, der steht ganz gut. Und der sollte aber auch zeitnah nach oben eigentlich, ne? Ah, okay, guck mal hier die Ritterstatus aus. Deswegen natürlich immer drauf achten. Wir haben auch drin, ne, wir haben Steinlegion drin. Könnte theoretisch auch das andere Talent spielen. So, hier wieder für die Merches und den Schleim mit drüber. Kann man nachher versuchen, noch ein paar Nadelstiche zu setzen im entscheidenden Moment. Aber vorerst ist es ein bisschen zweitrangig. Sehr schön. Ja, okay, erreinigt. Wir nehmen auf jeden Fall hier die Merches zur Statue hin. Immer schön zur Statue. Bringt hier auch schön die Stacks, ne? Nicht vergessen. So, hier können wir nochmal den Kollegen hier rein merchen. Für das Merch-Amulett. Und gleich nochmal. Okay. Sehr schön. Okay, die würde ich fast auch schon stehen lassen. Ich habe nämlich immer nach wie vor noch Probleme, die Hexe auf 3 zu bekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es war jetzt schon zweimal so, dass ich da echt Probleme hatte, die Hexe hochzubekommen auf Stufe 3. Und die ist halt schon ziemlich wichtig, muss man sagen. Jetzt haben wir noch einen Dreier Scrappy, aber ist egal, da drücken wir dreimal drauf, dann ist er weg. Jetzt machen wir dahin. Wir könnten den auch theoretisch stehen lassen, aber wir brauchen das Feld. Deswegen können wir nicht drauf verzichten. Man könnte natürlich jetzt probieren, wenig Einheiten zu spawnen, um die vorhandenen erstmal hochzuhauen. Wir könnten den hier nochmal wegmachen und vielleicht auch den Zweier, damit wir jetzt erstmal die Hexe auf jeden Fall hochziehen. Muss man immer sehen, wie man es macht am Ende, ne? Na? Ihr seht, ne? Kann man machen, hier noch ein bisschen Mana holen. Würde dem Chemiker natürlich auch helfen. Der auch noch nicht sehr hoch ist. Müsst ihr aber auch das treffen, was wichtig ist, ne? Kann auch schief gehen. So, hier raufklicken wieder. Zack, zack, zack. Da ist er immerhin auf 3, das ist schon mal gut. Obwohl 3 nicht gerade gut ist am Ende des Tages, weil... Ja.
eine lodernde Flamme und der ist auf 2, dann fehlt euch nachher die, dann fehlen euch die Insta-Kills. Das werdet ihr merken, wenn ihr das mal habt. Ist auch nervig am Ende des Tages. So, hier, zack. Ja, alles kein Problem. Oh, war schon saftig. Aber klappt, klappt, klappt. So, er hat immer noch kein Upgrade hier bekommen. Wir machen ganz entspannt weiter. Wir müssen auch noch die ganzen Ränge hochbekommen. Hier erstmal das Merch-Amulett. Das ist nochmal eine Zweier. Steht aber wieder im selben Feld drin wie vorhin. Ja, der Chemiker geht hoch. Das ist auch wichtig. Ich würde sagen, wir opfern jetzt hier erstmal das Mana für die Ritterstatue, für die Power-Ups. Hier können wir auch nochmal einen Mana-Power brauchen. Er hat natürlich eine Schneeflocke bei. Ist stark, ne? Muss man auf jeden Fall sagen. Wenn er uns dann nachher 2, 3 einfriert. Von jetzt gerade mal 4, die Damage machen, kann bitter werden. Deswegen immer aufpassen. Den können wir schnell wegnehmen. Der wird eh aufgefressen von der lodernden Flamme. Hier gibt es nochmal ein Merchfeld. Sehr schön. Der geht hoch. Manchmal klappt es doch auch. Hier nochmal ein Hexenmerch. Der unten hier auch wieder weg, der Chemiker. Ja, gut. Hätten wir das gewusst, hätten wir reinmerchen können nochmal. Puppenspieler auch gefährlich, ne? Wenn der uns jetzt hier die Aufstellung verändert, das wäre auch nicht so cool. Oh, wir haben Glück, er reinigt ihn nicht da oben. Damit hat er jetzt eine sehr anfällige Stelle da. Okay, er macht ihn direkt wieder auf 2. Klar, er hat eine Raid dabei. Zack. Ja, hier weg. Er macht immer den niedrigsten weg, müsst ihr auch wissen. Manchmal will man dann den Zweier lieber runter haben, damit man merchen kann, aber er macht immer den niedrigsten weg. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. So, zack. Wir müssen hier schon ein bisschen auf Power-Up achten. Brauchen ein bisschen mehr Schaden auf jeden Fall. Das heißt, immer Mana jetzt ready haben. Jetzt ein paar Einheiten spawnen. Weil. Der Tribunal, ne? Wäre schön, wenn wir den weghauen, bevor er uns hittet. Oh, das war haarscharf. Das war richtig haarscharf. Glück. So. Okay. Schon wieder einer zu viel, theoretisch. Jetzt wäre halt schön, wenn der Zweier runtergehen würde, ne? Hätte man da merchen können. Das ist gut, Chemiker. Versuchen den mal jetzt hier noch eins höher zu halten. Ich würde jetzt gerne noch hier einen haben. Damit die Hexe 3 boostet. Und guck mal, genau da ist es, was ich euch vorhin gesagt habe. Und jetzt sind die Insta-Kills weg. Wie ich es prophezeit habe. Na, guck mal, und er friert uns ein. Haben wir jetzt Glück, dass jetzt kein Chaos kommt. Wir müssen mehr Einheiten aufs Board bringen. Unbedingt. Und guck mal hier, jetzt haben wir auch den Kollegen hier und wir sind auf Power-Up 9. Eieiei, das kann jetzt auch hier nach hinten losgehen. Das kann jetzt nach hinten losgehen, hier die ganze Scheiße. Wir müssen durchhalten. Power-Up kann ich noch nicht drücken, ist zu hoch. Ist zu hoch. Hexe. Ja, das ist okay. Wir halten es durch, die nächste Wave. Wir müssen aber Board füllen. Was kam da gerade? Ah ja, wir haben es nochmal gerettet. Alles nochmal im grünen Bereich bekommen. Wir lassen die Hexe hier hinten jetzt auch stehen. Falls eine davon auf 3 geht für die Insta-Kills. Die nehmen wir weg. Schön. Schön, schön, schön. Jetzt können wir einen auf den hier machen. Hier rein merchen. Ah, den Einfusionsrang, den kriegt er. Das können wir gleich nochmal genauso machen hier mit dem Merchfeld. Noch einen Fusionsrang gekriegt gerade. Da haben wir ihn rein rüber geschickt. Das war knapp. Komm, 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 komm. Er zieht ihn. Ja, gut. Das war sogar noch gut am Ende für ihn. Hat er aber zu früh gereinigt, hätte er kurz warten können, dann hätte er den hier vielleicht gerettet. So, wir haben wieder dasselbe Spiel. Wir können hier nochmal reinmerchen, theoretisch. Jetzt wäre es schon schlau zu warten bis in die nächste Wave rein. Sage ich euch so, wie es ist.
Wir haben nämlich ein Chaos mit am Start. Oh, reinige doch den da unter. Uff. Wir können ihn direkt zwei rüberschicken gleich. Und noch das Mary-Vieh, ne? Alles jetzt versuchen, ein bisschen reinzutimen. Er versucht uns zu blockieren. Schön. Komm. Feuer. Hexe weg. Weil. Ist Ende. Wir brauchen nicht mehr erklären. Hexe weg, weil da der Fluch drauf war. Wir haben auch nochmal einen Dreier bekommen. Gutes Spiel. Und ja, meiner Meinung nach braucht man mit einem Kultisten nicht unbedingt gegen Spritti antreten. Zumindest nicht, wenn ihr nicht deutlich bessere Ausrüstung, besseren Crit etc. habt. Easy Win am Ende des Tages, würde ich fast sagen. Also ich habe jetzt die letzten 2 Tage gegen 3 bis 4 Kultisten gespielt und jedes Game gewonnen. Weiß ich nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber ich denke, da hatten wir mehr oder weniger auf jeden Fall die höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir das gewinnen werden. So, wir haben noch eine Legendary. Was wünschen wir uns? Schreddermeister, Harlekin oder ein Schwert. Eins davon. Kultist. Ja, Kultist. Acknowledge the Kultist, soll es hier heißen, oder was? Am Ende des Tages. Den haben wir tatsächlich nicht so hochgelevelt. Ich würde den auch dreimal opfern für den Schreddermeister dann nächste Woche, notfalls. Kristalle, ja. Also, wir brauchen nur die Karten. Dann wäre ich auch bereit, noch den einen oder anderen zu opfern. Und vielleicht würde ich auch Minotaurus opfern. Ich sehe eh nicht, wann ich den jetzt demnächst hochziehe. Vielleicht irgendwann so in 2, 3 Einheiten. Aber erstmal auf jeden Fall Schreddermeister, Schwert sind meine Prios jetzt erstmal. Und natürlich, hier kann man immer mal was mitnehmen und sammeln und hochleveln. Ansonsten, ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr gehypt seid auf den Spring-Marathon. Und ich bedanke mich natürlich noch beim guten Prion, unsere Supporter des Tages. Komm jetzt, Gude. Zweimal direkt nochmal der Prion. Liebe Demon Hunter oder Klingentänzerin auf Level 11. Boah, schwierig. Ich muss es sagen, weil es einfach zu mir passt. Klingentänzerin. Unpopuläre Meinung. Hoch damit. Rapante ist am Start. Danke für deine Videos. Hast mir beim Schreddern echt geholfen. Sehr nice, finde ich gut. Der Blocker schreibt: Spielername in-game. Blocker brauche Rotkäppis. Okay, das ist der Spielername. Oder eher Blocker wahrscheinlich. Rein in die Rotkäppis. Schabing ist am Start. XYZ. Fredo, Grüße, unser neues Clan-Mitglied. Grüße gehen raus. Cypher ist am Start. Manu ist am Start. Seawolf bist der Beste. Kuss, Kuss, Kuss. Vielen lieben Dank. Ratschekasten, Grüße. KL2707 natürlich auch mit am Start. Der Manu ist am Start. Der Babai ist am Start. Ich selbst bin am Start vor 21 Stunden. Michael Ebling ist am Start. Man Wagner zweimal am Start. Greg, Kuss geht raus, mein Lieber. Vielen lieben Dank. MacMoo ist am Start. Merci, Digi. Sehr gerne. Soul88, Bangbart und vor 29 Minuten. Kang ist am Start. Bester YouTuber, adde mich irgendwann. Ja, dann schreib deine ID mit rein. Dann bist du auch direkt im Giveaway noch mit dabei. Kuss, Kuss, Kuss waren ungefähr die Supporter der letzten 1,5 Tage. Wie gesagt, das Video ist jetzt später aufgenommen, wie eigentlich. Und ja, ich bedanke mich für euren Support. Schreibt mir euer Hype-Level für Spring-Event in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen wieder, 18 Uhr. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.